Simon. Hi. Hi. Daniel Thune hat gesagt, in dem Gespräch mit dir ist ihm sehr deutlich geworden, dass du nochmal eine neue Geschichte schreiben möchtest. Wie stellst du dir denn die Geschichte mit dir und dem HSV vor? Ja, das Interesse bestand ja schon ein bisschen länger. Ich habe frühzeitig signalisiert, dass ich den Schritt gerne gehen möchte. Trotzdem ist immer am wichtigsten das Trainergespräch am Ende. Er hat mir deutlich vermittelt, dass er mich haben möchte. Das war dann so der Punkt, wo ich sagte, ja, jetzt können wir auch alles klar machen. Ich möchte erstmal hier ankommen, die Leistung immer auf Platz zeigen und dann hoffentlich auch erfolgreich sein. Ist ja klar, dass du beim 1. FC Köln eigentlich eine ganz komfortable Situation gehabt hättest, aber die eben deinen Ansprüchen nicht entspricht. Was ist der Reiz für dich, hier beim HSV irgendwie nochmal anzupacken? Ja, wie du schon gesagt hast, in Köln habe ich mich auch wohlgefühlt, habe mich mit der Rolle identifiziert. Aber irgendwo wollte ich jetzt mit zum Ende der Karriere, wo ich fit bin, nochmal richtig Gas geben und auch Verantwortung auf dem Platz übernehmen. Ich glaube, da habe ich einen guten Verein gefunden mit dem HSV, eine junge, hungrige Mannschaft, die entwicklungsfähig ist. Und ich glaube, das reizt mich ungemein. Und ich habe Lust, damit anzufangen. Bist du in einem Alter, wo du vor jeder Saison nochmal abprüfen musst, ob das Feuer noch lodert, ob die Leidenschaft noch bei 100% ist oder ist das ein Dauerzustand bei dir? Ja, das ist immer da. Ich habe ja in den letzten Jahren auch viel erlebt, gerade was so erfolgreiche Zeiten angeht. Ich möchte da einfach wieder mit anfangen, wie ich gerade schon gesagt habe. Weil ich glaube, dass Hamburg jetzt einen Weg geht, wo man Spieler entwickeln will, wo man vielleicht nicht groß das Ziel rauszusauen, sondern erstmal auf dem Platz arbeiten will. Ich möchte da einfach helfen mit meiner Erfahrung irgendwo. Ich habe Lust drauf. Die Jungs sind, ich glaube, haben viel Talent, sind hungrig und deswegen habe ich mich frühzeitig für die Aufgabe entschieden hier. Wenn du irgendwo hinkommst, dann erwartet man von dir Tore, möglichst nicht unter 20, wenn es irgendwie geht. Ansporn oder auch irgendwie eine Drucksituation für dich? Die Situation hatte ich schon öfters. Ich bin halt extrem von der Mannschaft abhängig. Das ist genauso wie ich defensiv mitarbeite. Versuche ich natürlich offensiv mich einzubringen. Aber am Ende bin ich nur der in der Kette steht, der das Ding vielleicht über die Linie drücken muss. Da müssen wir natürlich vorher viele Situationen entwickeln, um Torgefahr zu erzeugen. Und dann ist ein Stürmer dafür da, die Dinge abzuschließen. Da versuche ich natürlich auch der Mannschaft zu helfen. Ja, wie du Tore schießt, das weißt du. Und wie man aufsteigt, das weißt du auch sehr genau. Was würdest du sagen, was sind so die Grundlagen, die vielleicht auch zu einem frühen Zeitpunkt in der Saison schon stimmen müssen? Die Puzzleteile, die zusammenpassen müssen, damit das ganze Aussicht auf Erfolg hat. Also sprich, der Erstliga-Aufstieg dann auch wahrscheinlicher wird. Erstmal bin ich gerade angekommen, habe das erste Training absolviert. Versuche demütig zu bleiben, versuche hier Respekt zu verschaffen über die Arbeit auf dem Platz. Es bringt nichts, hier groß was zu erzählen, auch von mir, von der Vergangenheit, sondern ich muss erstmal zeigen, dass ich auch hier in die Mannschaft reinpasse. Und dann kann sich sicherlich auch was entwickeln zwischen Mannschaft und Fans. Das ist so der Punkt, der ganz, ganz entscheidend ist, glaube ich. Auch wenn wir gerade noch keine haben, aber ich bin guten Mutes, dass wir vielleicht irgendwann vor ein paar Zuschauern spielen. Da kann richtig was entstehen und da habe ich Bock drauf. Abschließend von mir, du hast gerade gesagt, du bist natürlich extrem abhängig davon, dass die Mannschaft für dich gut vorarbeitet. Wie bist du da im Gespräch mit dem Trainer verblieben? Will er schon sehr viel auf dich zusteigen, um dich in Abschlusspositionen zu bringen oder wie seid ihr da in der Verabredung? Ja, am Ende ist es Fußball. Also am Ende ist entscheidend, dass man die Spiele gewinnt. Wir haben uns so ausgetauscht über FaceTime und haben uns da sicherlich schon ein paar Dinge besprochen, aber am Ende geht es darum, erstmal hier anzukommen, hier Gas zu geben und dann wird man sehen, wie es am ersten Spiel aussieht. Einschließlich noch hinterher, großer Traum, dann doch auch nochmal in der ersten Liga im Idealfall dann mit dem HSV. Ja, auch nochmal zu zeigen, dass du auf dem Niveau auch Akzente setzen kannst. Ja, wir haben jetzt 2020, die Vorbereitung ist gerade im vollen Gange. Lass uns erstmal anfangen, weiter zu arbeiten. Ich freue mich jetzt auf das Trainingslager. Und was dann irgendwann in Zukunft passiert, müssen wir sehen. Aber ich glaube, jetzt haben wir erstmal die Aufgabe, uns gut vorzubereiten auf die Saison. Und die wird hart genug. Danke. Ich bin ein Wort zu viel gestern. Du hattest du geguckt, Joe, am ersten Spiel. Was für einen Eindruck hast du von dem Team?
Ja, in den letzten Wochen wurde ja viel Defensivarbeit gearbeitet, wie ich so mitbekommen habe. Midtjylland, dänischer Meister, Top-Mannschaft, die nächste Woche auf die Champions League Quali bestreitet. Ja, die sind, glaube ich, gerade erst 10, 12 Tage im Training. Da hat man schon gesehen, dass sie noch ein bisschen spitziger waren, was ganz normal ist. Jetzt gerade in der Vorbereitung. Aber trotzdem haben wir, glaube ich, defensiv nicht viel zugelassen. Und offensiv hätten wir uns, glaube ich, auch mit dem Tor belohnen können.